Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist das Reiter. Wir sind in Folge Nummer, glaube ich, 34 von Oxygen Not Included. Ja, letztes Mal wurden hier isolierte Ziegel gebaut. Da müssen wir weiter schauen, dass das da ein bisschen besser wird, damit unser Oxyfahren dann vielleicht demnächst wieder ein bisschen kühler ist und damit Sauerstoff produziert. Dann würde ich sagen, nach dem Intro schauen wir uns das dann an, ne? Bis gleich. So, dann wollen wir mal schauen. Ein bisschen rauszoomen vielleicht. Wieso ist das hier eigentlich? Nur fehlt Demolierungsfähigkeit. Ah, okay, das kann man nicht kaputt machen, weil da keiner diese Option hat. Ne, da wollte ich hin eigentlich zu diesem hier und mache den mal auf 7, damit das fertig wird. Vielleicht ist es dann besser. Ah, Renn kommt schon und baut, aber da, nee, der hat da oben was geholt. Okay. Und da wird auf der anderen Seite isolierte Ziegel natürlich gemacht. Macht Frankie das jetzt hier? Ja, Frankie baut das. Sehr schön. Okay, die Oxyfarm, die kommt dann hier hin. Das passt erstmal soweit. Das geht nicht, haben wir eben festgestellt. Mordrak hatte mir letztens wieder geschrieben, der zweite Komposthaufen wäre vielleicht gar nicht unbedingt nötig gewesen, weil den muss man halt nur mal umsetzen. Wenn man den umgesetzt hat, wird er dann auch fertig. Aber, naja, so ist das halt. Wie wir hier sehen, verschmutzte Erde ist immer noch da. Kann nicht reingepackt werden. Vielleicht machen wir hier auch mal den Aufräumauftrag höher. Dann geht es auch da weg. Und dann sollten wir langsam darüber nachdenken, dass wir Wasser hier, so wie hier, sauber hinkriegen. Ist da eigentlich das richtig gemacht, so mit Zu- und Ableitung? Ja, tatsächlich. Das ist hier schmutzig. Und das ist sauber. Ausgangsrohr? Ja, Eingangsrohr. Passt, ja. Gut. Das ist wohl richtig. Wem gehört denn das Bett hier? Frankie. Okay, der wohnt da auch. Alles klar. Können wir denn hier drüber temperaturtechnisch gucken? Ja, temperaturtechnisch wäre okay. Das würde bedeuten, da kann man dann auch ein, sag schon, Tube unterbringen. Ne? Dann sollten wir da vielleicht mal Ziegel bauen. Ja, das machen wir schon mal so. Da drüber könnten wir dann ausholen, höhlen, holen, ne? Genau, ausholen. Oder, nee, warte mal, machen wir anders, brech das mal schnell wieder ab. Schlauer wäre es, erst die oberen zwei zu graben, ne? Dann können die da lang gehen, darüber gehen, das würde gehen. Die Leiter kann dann gespart werden, dann kommt da später die Mauer hin. Aber das müsste natürlich erst fabriziert werden. Okay. Gut, ist das denn hier auch machbar? Temperatur erstmal ist gut. Und übrigens gibt es hier nicht. Das würde bedeuten, wir können dort doch definitiv sanitär aufrufen. Da das basteln. Dann kommt die Toilette daneben. So. Wenn wir Toilette haben, kommt der Waschzuber rein. Der ist unter Medizin erreichbar. Waschzuber und dann kommt das Bett dahin. Das war ein Möbel, ne? Feldbett dahin. Und dann haben wir noch so einen Blumentopf, der das Ganze schick macht. Und dann haben wir hier noch zwei Sachen frei. Da soll noch eine Stele hin wahrscheinlich. Können wir da so eine Verschönerung überhaupt schon machen? Wo ist denn das hier? Achso, unter Möbel, ne? Genau. Blumentopf, Wanderde. Skulpturblock. Der wäre dann da. Und der käme auch dorthin, würde ich sagen. Schauen wir mal, wer es serviert, oder? So, das wäre schon mal soweit gut. Dann müssen wir hier aber definitiv noch die Ziegel setzen, damit wir wissen, wo wir hier hin müssen, ne? Ja, vielleicht auch erstmal nicht. Abbruch. Abbruch. Da ist auf jeden Fall der Stein. Es käme hier dann eine Leiter hin. Ah,
Ja, die Leiter würde ich jetzt tatsächlich bis da unten mal gerade ziehen. Ob das hier so richtig ist, weiß ich noch nicht, aber so würde ich es erstmal machen. Und dann ist es natürlich so, dass wir hier besser Ziegel auswählen und die da erstmal hinbauen. So, ne? So muss das sein. Vielleicht erstmal die Ziegel bauen und dann die Leiter später bauen. Hier oben muss ja auch erstmal gemacht werden, ne? Schauen wir dann. Da ist jemand am Essen, das ist schon mal gut. Wie sieht es überhaupt aus? 25.000 Essen läuft. Strom läuft auch. Batterie ist zwar leer, aber der Dingens läuft. Hier ist tatsächlich jetzt alles fertig. Jetzt ist die Frage, wie warm ist es denn hier jetzt? Körpertemperatur 0 bis 40 Grad. Ja, kommt gerade runter. 39, ja, jetzt ist 41, okay. Aber das ist das Kohlendioxid. Die Pflanze, Oxyfarm, ist wie warm? Oh, da kommt gerade was rein. Eigenschaften. Ja, 41,9 Grad. Da müsste kalte Luft jetzt hin, ne? Das müssen wir dann gucken. So, was ist da gekommen? Wo ist unser Blaupausengenerator? Ah. Wir hätten drei Typs zur Auswahl. Kann Forschungsaufträge. Das wäre schon mal okay. Landwirtschaft gesenkt wäre auch. Immun gegen Lebensmittelvergiftung. Okay. Das ist ja super eigentlich hier. Alle Generationen auf Blumenduft und schläft regelmäßig ein. Den Typ kannst du vergessen. Omelettes sind hier. 8.000 Kalorien. Aber Essen brauchen wir tatsächlich nicht. Es wäre jetzt schon interessanter, zwischen diesen beiden zu überlegen, ne? Maschine erhöht, kann Forschungsaufträge nicht durchführen. Stress, fürchterlicher Heuler. Stress, zerstörerisch. Nee, so einen will ich schon eigentlich gar nicht haben, ne? Bedienen, Maschinen plus 7. Das war hier Viehzucht und Doktorfähigkeiten. Die Doktorfähigkeiten wären jetzt nicht so interessant, aber die Viehzucht wäre interessant, ne? Kümmert sich um domestizierte Kreaturen. Bauen erhöht, aber wir. Landwirtschaft gesenkt, aber viel zu. Ja, okay, das wäre jetzt hier nur. Zerstörerisch ist natürlich doof, aber. Ja, vielleicht sollten wir sie nehmen. Vielleicht sollten wir warten und doch das Omelett nehmen. Diese Nisbet mag es, Leute zu boxen, um ihre Zuneigung auszudrücken. Jeder hat zu viele Angst vor ihr, um zu sagen, dass es weh tut. Okay. Erntegeschwindigkeit. Minus 8% Pflegegeschwindigkeit, minus 10% Chancen für Samen, minus 30% Dauer des Farmers-Effekts. Okay. Bauen. Baugeschwindigkeit 75 höher. Also wenn da eine Lebensmittelvergiftung an der Klamotten ist, hat die einen dicken Bauch und da geht. Doktorfähigkeiten. So, müssen wir gerade überlegen, das oder das. Eigentlich wollen wir expandieren. Dafür braucht man einen Dupe mehr. Wir bauen gerade ein Zimmer mehr. Ich denke, mit den 25.000 ist es auch nicht schlecht, die wir haben. Komm. Ette kommt jetzt hier rein. Hier oben wird schon gebaut. Sehr gut. Dann würde ich auch schnell sagen, bauen wir als erstes das Möbelstück hier, das Bett da hin. Dann machen wir da eine Prio drauf, damit das Bett schon mal fertig ist. Hier wird schon super das Ding gebaut. Dann können wir da schon die Ziegel auch anwenden. Sehr gut. Dann sollten da die Ziegel. Ach, guck mal, hier wird die Ecke rausgemacht. Sehr cool. Ja. Ja, wenn wir schon so weit sind, dass wir das da haben, ne, dann können wir doch eigentlich hier so anfangen, oder? Grab da mal weiter. Was macht unser Oxyfarm? Eigenschaften, Körpertemperatur 40,7 und hier der hintere.
41,8, noch wärmer. Hier hinten ist es wärmer drin wie da vorne. Das ist schon mal nicht so dolle, ne? 41, 42 Grad. Wird das da was? Das ist die Frage, ne? Bewässerung und Körpertemperatur. Hier nur Körpertemperatur. Batterie ist noch was drin, der Kohle ist aber auch wohl da, ne? Und der ist ja sogar voll. Ist der auch mit Kohle gefüllt oder wird da Kohle reingemacht? Verbrauchbare Erze? Ist hoffentlich nur Kohle, naja. Das passt erstmal. Da ist noch einer frei. Hier, das ist alles so richtig. Wo kommt unser schmutziges Wasser eigentlich hin? Habe ich das schon mal geguckt? Haben wir denn irgendwo einen Ausguss? So, der wird gleich gefiltert oder was, ne? Das ist auch nicht gut, glaube ich. Sanitär. Ausguss. Schmutziges Wasser kommt gleich hier rein. Nur die Frage, ob das wegläuft. So, das geht in die Farm rein, was es ja auch gar nicht soll, ne? Oder haben wir das jetzt umgebaut? Warte, warte, warte. Ne, isoliertes Rohr nicht. Einfaches Rohr wäre das. Okay, da kommt jetzt sauberes Wasser dann rein. Hier kommt das schmutzige Wasser rein. Aber wir müssten das schmutzige Wasser erstmal loswerden, ne? Okay. Wie kriegen wir das denn hier raus? Wir müssen das Rohr zerlegen, glaube ich. Dann tropft es hier wahrscheinlich rein, oder? Und dann da rein? Ne, das ist eigentlich nicht so prickelnd. Mach mal hier gerade einen Stein hin und den. Wie machen wir das am schlauesten? Pneumatische Tür. Die können auch drüber hergehen, dann zerlegen wir die Tür. So. Bau abbrechen, zerlegen. Bau. Na, das Rohr nicht, sondern ich möchte die Tür auf 9 haben. Da oben wird geerntet, sehr gut. Okay, dann müssen wir mal schauen, wie das wird. Ja, hier ist eine Maske, nimmt aber keiner, weil wir es wahrscheinlich deaktiviert haben, kann das sein? Komm, lass uns mal hier die Schränke weiterbauen. Ah, guck mal. Katalina war es. Katalina hat die Maske aufgesetzt. Die da ist. Sie hat die Maske wieder da reingesetzt. Aktueller Status vollgetankt. Okay, dann ist ja prima. Die beiden laufen dann nach unten hin und machen das ohne. Genauso wie Ellie. Was passiert hier? Achso, Kohle da reinmachen. Haben ordentlich Kohle geliefert und hauen gleich wieder ab. Hier unten ist überall Kohlendioxid. Läuft erstmal, ne? Sauerstoff gibt es ja gleich hier um die Ecke dann. Strom läuft erstmal. Netz ist bestimmt nicht überfordert. Hier, Bett ist gemacht, sehr gut. Hier ist schon fertig geworden, krass. Dann würde ich mal sagen, bauen wir hier 2 Ziegel hin. Dann kann man da auch weiterbauen, ne? Essen kommt. Und hier ist ganz viel auf der Erde, was man mal wegräumen könnte, ne? Mit 3 vielleicht. Hier ist alles aufgeräumt, oder? Ja. Hier, da liegt mal was. Kann man hier auch was wegräumen? Ich glaube schon, ne? Hier was wegräumen.
Da auch was wegräumen. So, hier machen wir schnellstens die Tür mal kaputt. Nicht kaputt zu. Die Tür, die jetzt gerade keine ist. Den Ziegel wollen wir da erstmal haben und den machen wir mal gerade schnell mit 9. Und den Ziegel machen wir auch mal schnell mit 9, weil wenn wir das Wasserrohr hier auseinander machen, ne, könnten wir ein Problem haben mit Wasser hier. So. Hier müssen wir irgendwas mit der Rutschstange dann irgendwann auch machen. Da müssen wir noch umbauen dann, ne? Mhm. Hier haben wir auch was falsch geplant, oder? Wollen wir die Rutschstange hier machen? Könnten wir auch da vielleicht machen. Mal schauen. Es geht auf jeden Fall voran. Wir müssen mit dem Wasser gucken. Ja. Aber erstmal, was ist hier fertig geworden? Okay, das ist der automatische Räumer. Und hier haben wir den intelligenten Lagerbehälter. Gut, jetzt bedeutet das erstmal keine Forschung. Forschung anstoßen. War das immer schon so hier mit dem Ding hier? Glaub nicht, ne? So, jetzt. Erste, zweite Reihe ist jetzt komplett abgeschlossen. Naja, dritte Reihe ist dann da. Da wären hier fossile Brennstoffe. Oder künstliche Freunde. Freude. Ne, sind Freunde. Dann haben wir Benachrichtigungssysteme, Krankheitsdiagnostik, flüssigkeitsbasierende Veredelung. Erzreiniger oder Entsalzer. Hier haben wir Störungsumlenkung. Surfsimulator. Hier haben wir Hochdruckgasabzug. Alles jetzt nicht so, wo ich sagen würde, das brauchen wir, ne? Ich würde jetzt hier Wandteppich machen zum Dekorieren, weil wir da langsam hinkommen werden. Oder hier. Ich glaube, wir machen mal das. So, hier übers Bett können wir einen Wandteppich machen oder so zur Deko. Okay, hier ist noch was fertig zu machen. Duplikanten haben noch Fähigkeiten, die wir einsetzen können. Okay, die Herzchen sind nicht fertig. Da beim Grillen gibt es noch ein zweites Herzchen. Ist aber eigentlich ein Arzt. Sie würde sich da aber drüber freuen. Und die verbesserte Tragfähigkeit sieht eher aus, als ob ich das nehmen würde. Schutzanzug Nachhaltigkeitsschulung. Athletik plus 2. Verräte Haltbarkeitsschäden an Schutzanzügen. Ich mach mal die Tragfähigkeit. So, jetzt ist hier die Dame, die neu ist, die Nisbet. Arzneimittelzubereitung. Ist ihr Liebstes und die Viehzucht. Wir gehen über die Viehzucht dahin dann. Das ist ihres erstmal. Gut, das haben wir aber erstmal, würde ich sagen. Wir machen erstmal hier wieder einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine überhaupt macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.